Hallo zusammen, ich darf euch ganz herzlich hier auf der CMT in Stuttgart 2024 begrüßen. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich darf in diesem Jahr hier bei Kabe zu Gast sein und mit anderen Kollegen hier den Vertrieb unterstützen. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, was ist neu, was stellt Kabe in diesem Jahr auf der CMT aus. Wir fangen mit Wohnwagen an. Wir haben hier den Royal 780 TDL FK. Das heißt Lenkbetten, Längsbetten, ein Heckbad und eine Dinette in der Mitte des Wagens. Dann haben wir auf der anderen Seite ein neues Modell, ein Royal 780 BG XL. Der zeichnet aus ein französisches Bett, zwei Stockbetten und ein Seitenbad. So, wir gehen weiter und kommen zum kleinsten, kürzesten Variante. Das ist ein Estate 470 GLE. Wir haben in diesem Fahrzeug Längsbetten in dem Wohnwagen und dann vorne eine kleine Rundsitzgruppe. Hier auf der linken Seite auch ein neuer Grundriss. Das ist der Estate 600 GDL. Wir haben hier Stockbetten im hinteren Bereich, eine Dinette in der Mitte und ein Doppelbett am Bug des Wohnwagens. Wir gehen zusammen weiter. Dann haben wir hier auf der linken Seite den Imperial 740 CTDL. Auch ein französisches Bett, hinter dem französischen Bett allerdings noch ein Heckbad. Und im vorderen Bereich im Bug eine U-Sitzgruppe. Und auf der anderen Seite, dem Fahrzeug gegenüber, steht ein Imperial 780 DGLE. Der Wohnwagen ist mit einem Queensbett im Heck ausgerüstet, mit einem Raumbad und einer Rundsitzgruppe im Bug. So, wir schauen weiter. Kommt mit. Den Estate habe ich gerade angesprochen, 600 GDL. Hierzu werden wir noch mal ein detailliertes Video machen. Kabe hat natürlich auch nicht nur ihre Wohnwagen ausgestellt, sondern wir haben hier auch auf dem Stand einige Beispiele von Wohnmobilen. Integrierte und teilintegrierte Fahrzeuge und natürlich auch der Kabe Travel Master Van ist wieder dabei. Es geht in dieser Reihe los, auf der rechten Seite von euch der 780 LQB, ein Fahrzeug mit Queensbett. Auf der linken Seite der Novum 750 LXL, französisches Bett, Seitenbad und L-Dinette. Dann haben wir hier auf der rechten Seite den X780 LT, zwei Längsbetten, Heckbad, Hubbett und Halbdinette. Der klassische skandinavische Lieblingsgrundriss, das Heckbad. Und hier seht ihr hinter mir den LQB790. Ein integriertes Fahrzeug mit Queensbett und Hubbett im Bugbereich. Wir kommen zur größeren Länge, den I860 in der Ausführung LGB. Dieses Fahrzeug hat im Heckbereich Längsbetten und ein Hubbett. Im vorderen Bereich eine L-Dinette. So, und was natürlich nicht fehlen darf, das ist der Travel Master Van von Kabe. Hier besteht die Möglichkeit, ein Allradfahrzeug zu bekommen. Längsbetten im Heck, ein schönes Raumbad, der
Triebkopf von Mercedes-Benz, Sprinter mit MBUX-System, Automatik, 190 PS. Das ist Technik, die bei minus 50 Grad in Skandinavien begeistert. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen. Und wie gesagt, wir werden uns das ein oder andere Fahrzeug noch mal im Detail anschauen. Ich freue mich drauf. Genießt die Zeit. Daumen nach oben, wenn möglich. Und natürlich auch ein Abo. Kostenlos. Das wäre was. Dankeschön.